bequemes Tässli. Hey! Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es freut mich, dich hier zu begrüßen von der alten Windermacherei Dünken in Villa. Wir sind hier im alten Dorfkern von Villa. Es hat Quellausstöße, Trinkwasser, Bäche, wo als Kanalisation funktioniert haben. Hinter dem Villahof ist Hochwasserschutz von der Dös. Da sind die ersten Besiedlungszeiten durch. Eine Lastwinde ist ein Werkzeug, um die Muskelkraft vervielfältigen, zum schwere Gewicht aufheben. Es besteht in der ursprünglichen Form aus einer Holzschaft, einer Getriebeplatte, drinnen ein mechanisches Getriebe, dann eine Zahnstange, je nach Ausführung mit einem Fuss unten durch, wo man unter die Last untergreifen kann. Und ein Horn oben, wo man etwas drücken oder eine Kette anhängen und damit auflaufen. Stopp! Mit einer Hand! Nein, das kann ich nie! Jawohl! Roboto, hopp, drunk, dass er nicht gewiss geht! Zwei Männer! Oh la la, so geil! Wir werden ja dich noch höher kommen! Angenehm, oh, oder? Super! Hey. Höher, höher, höher! Aber mit einer Hand kann ich nicht. Die werden jetzt high wegen dir. Das ist so. Es geht bis der Fuß. Wo ist sie? Ja. Er darf nicht viel länger sein als die Santi. Muss einen Kopf haben. Ist ein vierkantiger. Alle handgeschmiedeten Nägel sind im Normalfall vierkantig. Und du musst zu so einem vierkantigen Dorn zuschmieden, der etwa dieser Vorstellung entspricht, die ich davon habe, wie er werden soll.
Dann muss er passen durch ein Nageleisen. Da drin hat es ein vierkantiges Loch. Und weil sie sehr dicker war vorher, gibt es irgendeine Stelle, wo es nachher nicht mehr durchgeht. Das gibt mir die Möglichkeit abzuschneiden und bis dort hineinzustecken. Dann durch die Luft zu schlagen, dass der Schneiden ist es noch ein bisschen tricky zum Reden. Ja, so lange gebraucht. Ja, starten. Ich finde, dass ich mich abgewandert habe, wenn man auf Frauen, oder wenn man verschiedene Affären gleichzeitig. Oh, die sind sicher noch teuer, so nennen. Und das ist natürlich in der Fertigung ist das sehr aufwendig. Und wie man es früher gemacht hat, möchte ich hier schnell zeigen, wie hat das eigentlich alles mit dem Meisel gemacht. Also ich nehme einen Meisel und fange eigentlich hier an. Das rausmeißeln. Bis ich dann am Schluss die Form habe. Das wird rausgemeißelt. Das wird rausgemeißelt, ja. Also früher. Ja. Durch Brüche drin, wo nachher wo einfach das Material geschwächt ist, oder? Man sieht dann einmal die blau verfärbten Kanten. Jede Maschine hat eine sogenannte Leerscheibe. Ja, das läuft Maschinenlaufen nicht, es läuft eigentlich nur eine Transmission. Vielleicht auch noch etwas Besonderes. Ja. Ja. Jetzt eben auch mit dem Rädchen habe ich dann können. Hat übrigens auch einen automatischen Vorschub. Ja, nicht. Hallo. Vielfach ist auch noch Schwarz vom Dorf drin. Eine von 12. Da haben sie sich also schon noch Mühe gegeben. Und wenn wir jetzt die restaurieren, dass wieder da ist. Hier im oberen Raum. Wir, für uns ist es der Filmraum, der Ausstellungsraum geworden, der natürlich früher nicht so aussieht. Aber sonst war das natürlich ein Teil der Werkstatt, weil, wie ihr seht, der Blasblock, der unten dort in einem Antritt, das braucht es irgendwo. Man sieht, sie haben im Keller einen Spielzeugstock. Was sie mit der soll machen und wieder ins Dress legen. Dann kann Spielzeugstock haben wir noch nie gehört. Oder? Aber auch also. Das Getriebe drin, alles ist 1 zu 1 wie hier, einfach alles 1 zu Maßstab kleiner, oder? Boom! Hey, aber, das ist zum Beispiel speziell. Hier war nämlich die Hanfraufe, die man hinten dran durfte, nicht einhängen. Die Klauen, die waren so, die sind später dann abgeschmiedet. Ein bisschen drauf, wo man kann. Aber das war eine Armbrustspannwende. Und in den ältesten Papieren, von 1400, wo zuerst mal der Beruf Windermacher erwähnt ist, das ist der Schmiedezünftpapier von Basel, ist der Beruf erwähnt und dort ist ganz klar, dass sie Spannwinden, Armbrustspannwinden machen, sind nicht das. Das ist erst 200-300 Jahre später geworden. Habe ich eigentlich fragen, du verratest uns jetzt sicher noch die Telefonnummer, wo man anrufen kann, dass man solches Wetter bekommt. Ja, die ist schwierig, die kann ich nicht sagen. Eine Telefonnummer? Das ist keine Nummer. Aber es war super, super organisiert. Ich danke dir im Namen des ganzen Vereins für die Organisation. Nehmen an, bist du auch zufrieden? Danke. Ja, es war super. Wirklich interessante Führung und da mit der Schmitte, also Charles Schmitte, der einfach spezialisiert war auf Windebau, also Stockwindebau, und sehr interessant war.